Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rund ums Training. Heute sind wir im schönen Gengenbach bei der Firma Spitzmüller AG. Mir gegenüber steht der Geschäftsführer, der Thorsten Volkmann. Möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen und mir einige Sätze zu dir sagen? Gerne, ja. Thorsten Volkmann, bin Maschinenbauingenieur von Haus aus. Mhm. Seit 2007 im Unternehmen, war vorher noch wissenschaftlicher Mitarbeiter am KIT und seit 2018 Vorstand des Unternehmens. Was sind denn so deine tägliche Aufgabe hier im Unternehmen? Ja, wir sind ja ein mittelständisches Unternehmen mit roundabout 45 Mitarbeitern. Da muss der Chef auch bei allem mit dabei sein. Mhm. Er gibt auch gerne Sachen ab, aber insgesamt Vertrieb, Kundenakquise, aber auch fachliche Themen, Programme, Förderrichtlinien. Mhm. Also im Prinzip sehr abwechslungsreich und ganz viele Themen, gerade auch Kontakte zu Fördergebern, die man herstellen muss, weil das ist einfach wichtig, hier überall sehr tief drin zu sein und einfach diese tiefe Wissensbasis zu haben. Du hast gerade schon angesprochen, Fördergeber. Das heißt, um welches Thema geht es denn eigentlich heute bei euch unternehmensseitig gesehen? Ich möchte natürlich unseren Zuschauern ein bisschen zeigen, was ist denn euer tägliches Doing? Genau, also so wie auch unser Claim da ist, Förderdarlehen und Zuschüsse, das macht Spitzmüller aus. Das heißt, Unternehmen, die eine Investition haben oder die eine Innovation planen, die haben grundsätzlich die Möglichkeit, vom Staat Fördergelder für ihre Vorhaben zu bekommen. Und da helfen wir von A bis Z, von der Beantragung bis am Schluss das Geld geflossen ist, die ganze Dokumentation, was dazu gehört, da begleiten wir unsere Kunden, damit das auch funktioniert und damit ja, ein Erfolg entsteht. Mhm. Wenn du ja als gelernter Maschinenbauer von Haus aus das dann tagtäglich machst, ist ja eigentlich nennen wir es mal eine trockenere Arbeit. Aber da gibt es ja bestimmt auch Momente, wo du dann feststellst, boah, da bin ich richtig stolz auf unser Team, auf unser Unternehmen, dass wir das geschafft haben. Was waren so die Highlights der letzten Zeit, wo du sagst, boah, da bin ich richtig stolz drauf? Ja, also ist tatsächlich so, wenn man gerade auf der Autobahn unterwegs ist, sieht man ja rechts und links überall seine Kunden stehen. Da steht dann plötzlich ein neues Firmengebäude, wo du weißt, Mensch, da hast du mitgeholfen, die Finanzierung zu machen. Oder du siehst vielleicht sogar mal in Galileo oder so von einem neuen Produkt und dann denkst, Mensch, da hast du auch mitgeholfen, die Innovationen mit zu unterstützen, wo unser Kunde entsprechend eine Förderung dafür bekommen hat. Also das heißt, es ist wirklich gar nicht trocken, sondern man hat jeden Tag irgendwo die Genugtuung, die Rechtfertigung, dass man hier einfach mit dazu beigetragen hat, dass man quasi ein Zahnrad war in einem Vorhaben, das am Schluss dann durch Förderung auch funktioniert hat oder einfach auch umgesetzt werden konnte überhaupt. Jetzt interessiert mich natürlich noch als alter Drehhase, ist das ganze Thema nur interessant für eine gewisse Branche oder ist es branchenübergreifend? Wo habt ihr den Großteil eurer Kunden angesiedelt? Genau, also es ist grundsätzlich schon eine große Bandbreite. Also es gibt, sage ich mal, nichts, was es nicht gibt. Mhm. Jeden Tag ist irgendwo auch Sendung mit der Maus, weil einfach immer wieder neue Technologien da sind. Aber speziell natürlich produzierende Industrie, also Mittelständler. Ich denke, genau eure, sage ich mal, Zielgruppe, die ist auch sehr gut dazu geeignet, weil die einfach auch immer Innovationen machen. Die machen Investitionen, brauchen neue Maschinen, bauen, machen an ihren Verfahren immer wieder was Neues. Und da gibt es eben die Fördermöglichkeiten dafür. Also das heißt im Endeffekt, wenn man sich das Ganze wegen so ein Netzwerk anschaut, ist die Industrie nicht nur darauf angewiesen, tolle Lieferanten zu haben mit Rohmaterial, Schneidwerkzeug oder sonstiges. Ihr seid wirklich ein maßgeblich wichtiges Glied in dem ganzen Konstrukt eines Unternehmens. Kann man wirklich so sagen. Das ist wie auch ein Gewerk in allem. Und Förderung sollte jedes Unternehmen einfach sich auch, bevor es eine Investition macht oder bevor es irgendwas startet, sich Gedanken drüber machen, weil es hilft ja auch einfach. Also das ist einfach Geld vom Staat. Das sollte man nutzen, wenn auch die Möglichkeit dafür besteht. Und letztendlich, so wie ich mich nach einer Finanzierung umschaue, schaue ich auch parallel oder vielleicht schon im Vorfeld nach der Förderung und prüft, ob da was möglich ist, weil dann hilft es ja einfach auch, ein Projekt vielleicht ein bisschen größer zu machen oder überhaupt umsetzen zu können. Und am Schluss ist der Wettbewerb wird auch nicht weniger. Da ist es natürlich gut, wenn man einfach diese Möglichkeiten auch in Anspruch nimmt. Vorhin haben wir es kurz gehabt, branchenübergreifend, da gibt es kein Für und Wider und keine Grenzen. Wie sieht es denn bei Unternehmensgrößen aus? Wenn jetzt einer unserer Zuschauer sagt, okay, ich habe nur 10 Mitarbeiter, kommt das Ganze für mich dann zum Tragen? Macht das Sinn für mich oder macht es nur Sinn, wenn ich mehr wie 300 Mitarbeiter habe? Gibt es da so eine Range?
Also es gibt so dieses klassische KMU-Kriterium, mhm. nennt sich, das sind so diese 250 Mitarbeiter. Mhm. Alles, was unter diesen 250 Mitarbeitern ist, hat in der Regel viel bessere Fördermöglichkeiten. Manchmal muss man sogar auch unter 100 Mitarbeitern sein, dass man gewisse Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen kann. Das heißt, letztendlich ist es ja auch unabhängig von der Unternehmensgröße. Jedes Unternehmen kann Förderungen beantragen. Je kleiner das Unternehmen ist, KMU-Stichwort, umso mehr Möglichkeiten gibt es, weil man möchte ja den Mittelstand schon auch durch die Förderungen in der Regel stärker unterstützen wie größere Unternehmen, die ja einfach vielleicht mehr eigene Möglichkeiten haben. Von daher gibt es keine Ausschlüsse. Klar, man braucht vielleicht eine gewisse Mindestinvestitionssumme, wo man sagt, wegen 2,50 Euro brauchen wir jetzt nicht den ganzen Aufwand machen, aber insgesamt muss man immer das einzelne Projekt angucken, die einzelne Firma, und dann gibt es da, sage ich mal, den Blumenstrauß zu ergründen. Wunderbar, super tolle Informationen. An der Stelle vielen herzlichen Dank für den groben Abriss. Ich würde gerne jetzt mit einer Kollegin noch ein bisschen tiefer in die Materie eingehen, um einfach unseren Zuschauern auch ein bisschen so die Angst, die Hemmschwelle zu nehmen, um bei euch eben in Kontakt zu treten. Vielen herzlichen Dank. Und dann würde ich eben weitermachen mit der Kollegin. Sehr gut. Wenn ich noch was sagen darf, mhm. und das sage ich in die Kamera, mhm. bitte zuerst über Förderung sprechen, bevor Sie irgendwas bestellen oder beauftragen, beginnen. Das ist immer wichtig, weil das ist unser größter Showstopper meistens, dass man schon, der Kunde kommt zu uns und sagt, gesagt, Mensch, jetzt habe ich eine neue Drehmaschine gekauft, gibt es da Förderung? Da ist dann halt vorbei. Mhm. Man muss es vorher sich um die Förderung kümmern. Sehr guter Einwand, werden wir natürlich ganz wichtig auch beachten müssen. Ist auch ganz wichtig, weil das würde man uns nicht entgehen lassen, wenn wir da Vorteile haben können. Das tut dann natürlich dann auch weh im Geldbeutel. So, jetzt sind wir natürlich mit dem zweiten Interviewpartner hier vor mir, die Ramona Himmelsbach. Sie ist Angestellte hier im Unternehmen. Ramona, kannst du mir vielleicht ganz kurz sagen, was hier deine tägliche Aufgabe sind? Gerne, also eben ich bin technische Beraterin. Bei uns wird es aufgeteilt in kaufmännische Berater und technische Berater hauptsächlich. Und meine Aufgaben sind sehr stark der Kundenkontakt, also auch die Erstkundengespräche, Akquise, wo sich aber auch dann eben unterscheidet. Manchmal fahren wir raus zu den Kunden bei den Akquisegesprächen schon, mittlerweile seit Corona auch viel über Teams. Und ja, das Doing ist eigentlich am Tag, meistens starte ich damit, meine E-Mails zu beantworten, zu gucken, was ist die Tage dann, also was habe ich vor, was muss ich vorbereiten. Und dann gestaltet sich der Tag sehr unterschiedlich. Klar, wir müssen die Anträge schreiben, haben aber viele Telefonate, Videokonferenzen und persönliche Abstimmungen intern eben, weil wir auch mit der Kollegen sehr eng zusammenarbeiten dann. Okay, das heißt technische Beraterin, das heißt bei dir geht es dann hauptsächlich um technische Unternehmen und technische Anträge, gerade zu Maschinen und Anlagen, oder wie darf ich das einordnen? Es ist ein bisschen missverständlich vielleicht. Tatsächlich ist es bei uns, technische Berater heißt, dass wir die ganzen Anträge von technischer Seite ausarbeiten. Also vielleicht zum Vorstellen, jetzt gerade im Innovationsbereich kommen ja sehr viele technische Entwicklungsprojekte eben hervor. Und meine Aufgabe ist es dann, diese Entwicklungsarbeiten oder diese Entwicklungsprojekte dann in Worte zu fassen. Als Vergleich dazu ist dann so, dass die kaufmännischen Berater, also unsere Kolleginnen und Kollegen, dann sich eben darauf fokussieren, das Ganze zu kalkulieren. Also welche Förderung ist tatsächlich dann möglich, und am Schluss dann auch im Projekt Controlling die ganze Nachweisführung, damit diese Zuschüsse auch abgerufen werden können. Und so unterscheiden wir das dann. Verstanden, danke für die Erklärung. Das heißt im Endeffekt, wenn jetzt irgendeiner eine tolle Tüftelei gemacht hat bei sich in der Werkstatt, versuchst du das natürlich umzumünzen in eine saubere Erklärung, in eine bodenständige Erklärung, was wurde hier gemacht, was ist so die Ist- und die Sollaufnahme vermutlich dann, oder? Genau. Also wir gucken uns an, das ist dann so, das sind so die ersten Berührungspunkte. Ich spreche mit dem Kunden, frage ihn, wie weit er denn schon ist in der Entwicklung. Da kommt es immer drauf an, manche Förderprogramme, das ist ganz wichtig, dass man da noch nicht zu tief eingestiegen ist. Also wann konkret ist der Projektstart? Also was definieren wir als Projektstart? Weil das viele Förderprogramme dann schon ausgrenzt. Dann kommt es aber auch darauf an, wie groß ist das Unternehmen. Es gibt für kleine und mittelständische Unternehmen sehr viele Förderprogramme, die aber dann für Großunternehmen beispielsweise nicht zählen. Das sind dann so auch so Daten, die ich am Anfang einfach mit dem Kunden abklopfe. Und dann noch ein bisschen weiter gefasst müssen wir dann noch eben klären, manche Kunden, die mögen nur reine Zuschüsse, das heißt tatsächliches Geld, das aufs Konto überwiesen wird.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kunden, die sagen, sie haben einen Finanzierungsbedarf, brauchen einfach ein zinsgünstiges Darlehen. Und das ist so dann meine Aufgabe, so in den ersten Gesprächen zu ermitteln, was ist möglich und was braucht mein Kunde. Das heißt, im Endeffekt bist du wie so eine Art Sparringpartner, wenn ich es mal ein bisschen übertragen darf, der dann auch wirklich die Sprache der Technik, der Industrie auch ein bisschen beherrscht sozusagen. Mhm. Weil manchmal ist es ja so, man ist in seinem Tagesgeschäft drin als Geschäftsführer eines produzierenden Unternehmens und sagt einfach nur, okay, ich habe einfach nur gerade diesen Bedarf. Ich kann es am einfachsten runterbrechen auf Maschine oder Anlage. Mhm. Und dann, ja, ich habe die und die Kapazität, ich brauche jetzt einfach zwei neue Maschinen. Und dann wird wahrscheinlich bei euch dann so losgehen, okay, ihr nehmt einmal den Kunde an die Hand, führt ihn einmal durch diesen, salopp gesagt, Paragraphendschungel ein bisschen durch, ja. Und natürlich geht er dann gemeinsam den Weg bis dann hin zum Ende oder bis zum Beginn dieser Förderung. Oder wo beginnt eure Zusammenarbeit und wo hört sie denn auf? Du hast schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, gern. Genau, also letztendlich, glaube ich, so das Grundverständnis hast du jetzt schon mitgenommen. Es ist tatsächlich ein Förderdschungel, nennen wir es immer. Und das macht es auch vielen Unternehmen echt schwer, sich zurechtzufinden, weil es eben im Tagesgeschäft schon einen sehr großen Zeitaufwand bedeutet, wenn man das selbst dann eben macht. Und wir versuchen, das ist das, was uns am Herzen liegt, dem Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Und ihm dann immer zu sagen, also wir behalten die Fristen ja im Blick im Prinzip, damit da nichts verrutscht, und sagen ihm auch immer, was er uns liefern muss, wann er uns liefern muss. Und natürlich ist, je früher er uns einbezieht, umso einfacher ist es für uns, weil dann sind die Möglichkeiten auch dementsprechend in der Regel größer, weil wir dann ein bisschen das steuern können. Er sagt uns dann, der Kunde, wann muss ich beauftragen, wie viel Zeit habe ich eventuell noch, sind sehr enge Abstimmungen. Und uns ist dann eben ganz wichtig, dass der Kunde Vertrauen zu uns hat und auch mit allen Themen dann mit uns da ins Gespräch gehen kann, weil dann können wir am besten dann beraten. Und letztendlich ist dann so, also ganz einfach gesagt, es gibt immer die Akquise, wo ich dann eben die Erstthemen abkläre. Dann ist die Antragsaufnahme, die Antragsausarbeitung und dann kommt die Bewilligung im Prinzip und dann das gesamte Projektcontrolling. Also wir betreuen von der Akquise bis zum Abschluss vom Projekt. Okay, das ist super. Das heißt, dann ist man da nicht irgendwo alleingelassen in diesem Dschungel natürlich. Eure Kunden, ist dann so, wenn ihr ein Projekt gemeinsam hattet, ist dann durch oder sind das dann Kunden, die sagen, okay, wir wurden damals bei dem Projekt gut betreut, da kommen wir gerne wieder drauf zurück und schauen mal, gibt es da wieder Möglichkeiten, hat sich da was getan, gesetzesmäßig oder sonstiges? Ja, das ist natürlich unser Ziel, also unser aller Ziel, weil nichts Schöneres, wie wenn der Kunde wiederkommt und sagt, wir haben tolle Projekte schon gemeinsam gemacht, dann machen wir auch weiterhin Projekte miteinander. Kommt natürlich immer drauf an, größere Unternehmen, die haben einfach mehr Bedarf. Da kann man manchmal auch Themen parallel fahren. Dann gibt es halt auch kleinere Kunden, da macht man erst ein Projekt und wenn das dann abgeschlossen ist, guckt man sich an, ob es noch weitere Themen dann gibt. Perfekt, das klingt ja super. In dem Fall möchte ich das gerade als Schlusswort nutzen und mich mal bedanken bei dir, Ramona. Und auch an die Firma Spitzmüller, dass wir da so gut jetzt gerade durch das Thema durchgeführt wurden. Interessiert euch das Thema Förderung und Zuschüsse? Schaut euch bitte in der Infobox mal die Website an, wir werden sie euch verlinken. Natürlich gibt es auch wieder Timestamps zum Video, damit ihr genau das Kapitel euch raussuchen könnt, was euch besonders interessiert. Und ihr wisst ganz genau, um den Mittelstand zu stärken, wollen wir natürlich auch alle Möglichkeiten eben nutzen, die wir haben. Und dazu gehören einfach auch starke Partner. Und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.